dürfte das nicht kennen, genau, es gab vor meiner Zeit. Ja, herzlich willkommen zurück zu unserer Vorlesung Patentrecht. Wir haben vor drei Wochen, irgendwann haben wir auf jeden Fall gesprochen über die Rechtsfolgen der Patentverletzung. Wir haben gesehen, dass die entscheidende Norm hier § 146 Patentgesetz ist, wo drin steht, es gibt einen Unterlassungsanspruch und einen Schadensersatzanspruch. Und wir haben gesehen, dass die Voraussetzung dafür ist, dass jemand ein Patent verletzt. Ich kann Ihnen noch aktuell mitteilen von gestern, das Bundesverfassungsgericht hat dem Bundespräsidenten den Hinweis erteilt, er sollte das Gesetz zum Einheitlichen Patentgericht nicht unterschreiben und damit auch nicht verkünden, weil das Bundesverfassungsgericht noch prüfen muss, ob das EU-Gemeinschaftspatent verfassungswidrig ist, wegen eben fehlender Unabhängigkeit der Richter und sowas. Deshalb gibt es immer noch kein Gemeinschaftspatent, denn Sie erinnern sich ganz an die allererste Stunde, wo ich Ihnen gesagt habe, es müssen drei Staaten zustimmen, nämlich Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Zugestimmt hat bisher Frankreich. Nicht zugestimmt hat Deutschland, nicht zugestimmt hat Großbritannien. Beziehungsweise in Deutschland hat der Bundestag schon zugestimmt, aber das Gesetz scheitert momentan am Bundesverfassungsgericht. Nicht, dass es verfassungswidrig ist, aber es ist einfach erstmal verzögert. Heute aber unser Thema, die Auslegung. Auslegung ist deshalb wichtig, weil, das haben wir auch letzte Woche schon gemacht, der Schutzbereich von Patenten wird durch die Patentansprüche bestimmt. Und ich habe es für Sie hier ganz übersichtlich gemacht. Das gilt sowohl im deutschen Recht nach 14 Patentgesetz, als auch für das europäische Patent nach 69 EPÜ. Das ist also exakt identisch. Ja, Sie sehen das, links und rechts steht wörtlich das Gleiche. Jetzt fragt man sich, warum müssen wir überhaupt auslegen? Sollten diese Ansprüche nicht genau genug sein? Denn immerhin, wenn wir da an andere Paragraphen gucken, dann sagt vielleicht Artikel 84, die Patentansprüche müssen den Gegenstand angeben, für den der Schutz begehrt wird. Sie müssen deutlich und knapp gefasst sein und von der Beschreibung gestützt werden. Das scheint auf den ersten Blick zu sagen, das muss so deutlich sein, dass es da gar keine Lücken gibt. Aber der BGH sagt, die Auslegung muss immer erfolgen. Selbst wenn irgendwas klar scheint, nichts ist so klar, wie es scheint, alles muss ausgelegt werden. Auslegung ist im Patentrecht zwingend. Jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt und ausgelegt. Deshalb haben wir da heute auch eine ganze Stunde für. Diese Auslegung gilt zunächst mal im Patentverletzungsverfahren, das heißt, wenn es um Schadensersatz und Unterlassungsansprüche geht, die wir vor zwei Wochen gemacht haben. Das heißt, da müssen Sie immer gucken, was ist geschützt und ist das identisch mit dem Ausführungsgegenstand, der daran gemessen werden muss. Wenn das der Fall ist, ist das Ganze gut. Wenn nicht, ist die Klage halt abzuweisen und man kriegt keine Unterlassungsklage. Wir werden dann demnächst machen das Nichtigkeitsverfahren. Auch im Nichtigkeitsverfahren müssen Sie auslegen und prüfen, ist das Patent in all seinen denkbaren Auslegungen neu auf erfinderischer Tätigkeit basierend und generell patentfähig. Bemerkenswerterweise sagt aber das Europäische Patentamt, im Rahmen des Erteilungsverfahrens, das heißt, bevor das Patent erteilt ist, also wenn noch geprüft wird, gilt eine strenge Wortlautanwendung. Und mit der Begründung, das ist hier, dass man in dem Moment eh noch umformulieren kann. In den anderen Fällen, im Verletzungsverfahren, im Nichtigkeitsverfahren, gibt es bereits ein Patent und wir müssen versuchen, aus dem erteilten Patent das Bestmögliche rauszuholen. Hier können wir das Patent noch so formulieren, dass es keine Missverständnisse geben kann. Deshalb sagt das Europäische Patentamt, im Erteilungsverfahren gibt es keine Auslegung, sondern da gibt es immer nur Klarstellungen, so dass es so präzise am Ende ist, dass es keine denkbaren Widersprüche geben kann. So das Ideal des Europäischen Patentamts. Klar, warum das so ist? Hier kann man es noch umformulieren und solange man umformulieren kann, soll man eher umformulieren als umdeuten. Eher formulieren als deuten. Hinterher, wenn das Ding schon in der Welt ist, kann man es nicht mehr umformulieren. Und dann hat man Pech gehabt. Im Patentverletzungsverfahren, sagt der BGH, ist die Auslegung der Patentansprüche die Aufgabe des Richters.
Das bedeutet, es ist keine Tatsachenfrage, wo man einen Fachmann fragen kann, einen Chemiker, einen Ingenieur, irgendwas, sondern das ist eine Rechtsfrage, die ein Jurist machen muss. Das heißt, wenn Sie eines Tages zwei Staatsexamina haben und zum Landgericht kommen als neuer Richter mit einem Alter von 26, 27, dann kann es passieren, dass Sie in eine Kammer für Patentrecht kommen und dann müssen Sie über solche Fälle entscheiden. Und zwar Rechtsfragen, das heißt, was es bedeutet, müssen Sie verstehen und nicht irgendein Sachverständiger. Die Auslegung ist Ihre Aufgabe als Jurist. Genauso wie Sie Verträge und Gesetze auslegen, müssen Sie die Patente auslegen. Das ist für viele Richter ein Problem, weil Richter haben extra Jura studiert, weil sie von Technik keine Ahnung haben. Aber der BGH sagt, es ist eine Rechtsfrage aus einem ganz einfachen Grunde. Rechtsfragen kann der BGH vollumfänglich inhaltlich prüfen. Das heißt, bei einer Rechtsfrage kann man auch in der Revision gucken, ob so ist, wie der BGH es gerne hätte. Wenn es eine Tatsachenfrage wäre, könnte der BGH nur sagen, es ist hier evident ein ungünstiger Sachverständiger gewählt worden, ein Chemiker über Physik oder ein Ingenieur, der entscheiden sollte über irgendwelche Haushaltsgegenstände. Das heißt, da sagt er, es ist ein unfähiger Sachverständiger gewesen. Das will der BGH nicht. Der BGH will prüfen, ob die Auslegung richtig ist. Und dazu sagt der BGH, muss es eine Rechtsfrage sein. Wie legt man nun so Patente aus? Sie haben in Ihrem Leben schon eine ganze Reihe von Auslegungen gelernt. Sie haben im BGBAT im ersten Semester gelernt, die Auslegung von Verträgen nach 133, 157. Sie erinnern sich düster daran, 133 sagt, man soll nicht am Wortlaut kleben bleiben oder den wahren Willen erforschen. 157 BGB sagt, Verträge sind so auszulegen, wie es Treu und Glauben und die Verkehrssitte erfordern. Und dann haben sie die ganzen tollen Fälle, wo die Leute irgendwie Hartjüringsköd gesagt haben und sowas, haben sie alles gelernt. Bei der Vertragsauslegung geht es um den Willen der Parteien. Das heißt, es ist eine subjektive Auslegung. Wir gucken, was die wirklich wollten. Selbst wenn sie sich schlecht ausgedrückt haben, der übereinstimmende Wille setzt sich immer durch. Dann haben sie spätestens im zweiten Semester gelernt, es gibt AGB-Auslegung. Ja, AGB, Sie erinnern sich düster daran. Wie werden AGB ausgelegt? Werden AGB genauso ausgelegt wie andere Verträge? Interessante Frage. Wie legen Sie AGB aus? Ach, sehr gute Frage. Schuldrecht. Alles schon wieder vergessen. Ich glaube, in der Art und Weise wird es ausgelegt, dass die für den Steller, also für den Verwender heißt der. Verwender, danke. Die schlechtstmöglichste Variante gewählt wird, das ist das Auslegende. Ja, in der Tat, für AGB gilt der Grundsatz in dubio contra proferentem, im Zweifel zu Lasten desjenigen, der sie gestellt hat. Warum machen wir das so bei AGB? Warum legen wir AGB nicht nach dessen Willen aus? 133, es ist der wahre Wille des Verwenders zu erforschen und den anzuwenden. Warum legen wir AGB zugunsten des Empfängers aus und sagen, wir holen das bestmöglich aus Sicht des Empfängers raus. Ja, weil der Verwender sich ja quasi das einfacher macht, indem er diesen unübersehbar, also im Vorfeld vielleicht nicht abschätzbaren Anzahl an Verträgen schon so vorformuliert und in dieser Vorformulierung natürlich einen einfachsten Vorteil sichern könnte, einfach kann und keine direkten Vertragsverhandlungen, wo eventuelle Wünsche und Ziele desjenigen, den der Verwender kontrahiert, berücksichtigt werden können, aufgenommen werden. Ja, in der Tat, wir sagen, da der Empfänger sich sozusagen in die Verhandlung nicht einbringen kann, wollen wir zumindest nachträglich seinen Willen retten. Ein zweiter Unterschied ist, bei AGB nehmen wir immer eine objektive Auslegung. Wir legen AGB objektiv aus. Und das heißt, wir gucken nicht für den konkreten Fall, sondern wir gucken für alle potenziellen Fälle, wo die AGB Anwendung finden können. Sie erinnern sich, da gibt es diese Fälle, wo eine Klausel sagt, wir haften für nichts auf Schadensersatz und dann hat dieser Mensch leicht fahrlässig einen Schaden verursacht, dann sagt das AGB-Recht, Haftung für leichte Fahrlässigkeit kann man ausschließen, wir sagen trotzdem, Pech gehabt, du haftest für alles, weil die Klausel insgesamt unwirksam ist. Das heißt, bei AGB haben wir das subjektive Element schon stark verdrängt. Dann haben Sie gelernt, hoffentlich
im ersten Semester die Auslegung von Gesetzen. Bei Gesetzen haben wir in der Tat auch ein subjektives Element, nämlich den Willen des Gesetzgebers, was der Gesetzgeber sich gedacht hat, sogenannte historische Auslegung. Aber was haben Sie gelernt, hoffentlich im Hinblick auf den Willen des Gesetzgebers? Welche Rolle spielt der Wille des Gesetzgebers? Welches Problem hat der Wille des Gesetzgebers? Wenn Sie denken an das Handelsgesetzbuch von 1875. Dass der Wille des Gesetzgebers immer an dem Zeitpunkt haftet, zu dem das Gesetz auch erlassen worden ist und es ja sich wandelt, also die Gesellschaft wandelt sich und das ganze System, und dann kann man es ja gar nicht vorhersehen, was für andere Sachen notwendig wäre. Ja, der Wille des Gesetzgebers verblasst, sagt man, der wird immer schwächer, je länger er her ist, weil die Gesellschaft sich entwickelt und wir eigentlich uns fragen müssten, welchen Willen hat der jetzige Gesetzgeber? Würde der heutige Bundestag das Gesetz noch genauso machen? Das heißt, der Wille, den der Reichstag im Jahr 1896 hatte, als BGB beschlossen hat, der ist heute nicht mehr so wichtig wie das, was der jetzige Bundestag meinen würde. Verblassenstheorie. Und dann sind wir ganz oben auf der höchsten Stufe der Patentauslegung. Die Patentauslegung erfolgt generell ausschließlich objektiv. Der Wille des Patentanmelders, der Wille des Erfinders, der Wille der Patentbehörde, all das spielt keine Rolle. Patente werden ausschließlich ausgelegt aus dem, was uns vorliegt. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit zu der Auslegung von irgendwelchen Vereinssatzungen oder Ähnliches. Auch da spielt der Wille der Gründer keine Rolle mehr. Wenn das Dokument erstmal da ist, hat das eine Hebelwirkung und das Ganze wird autonom ausgelegt. Jetzt haben wir, werden Sie gucken, in Paragraph 14, den ich eben mal eingeblendet hatte, noch eine Folie vorher, als Auslegungsmaßstab die Patentansprüche und als Auslegungshilfen Beschreibungen und Zeichnungen. Das sind alle Dokumente, die ich zur Verfügung habe, um herauszufinden, was wohl gemeint sein könnte. Alles andere ist ausgeschlossen. Insbesondere die ganzen Akten des Erteilungsverfahrens sind grundsätzlich irrelevant, weil das ist halt nur subjektiv. Das Patent soll aus Sicht eines objektiven Lesers ausgelegt werden. Was gewollt ist, kann dabei keine Rolle spielen. Um die Grenzen der Auslegung klarzustellen und einen europaweit einheitlichen Standard zu fassen, hat man im Europäischen Patentübereinkommen ein Zusatzprotokoll beschlossen. Und das Zusatzprotokoll sagt, Artikel 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbereich des europäischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist, der sich aus dem genauen Wortlaut ergibt und dass die Beschreibungen nur zur Behebung von Unklarheit anzuwenden sind. Gut, sagen wir, verstehen wir. Und dann Satz 2, ebenso wenig ist 69 dahingehend auszulegen, dass die Patentansprüche lediglich als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das erstreckt, was sich dem Fachmann nach Prüfung der Beschreibung und Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit für Dritte verbinden. Ich habe Ihnen das bildlich aufgemalt. Genauer Wortlaut ist das eine Extrem, wortgenau Lexikon nachschlagen. Und das andere Extrem ist lediglich Richtlinie. Hiermit wird der Verkehr besonders geschützt, hiermit wird der Patentinhaber besonders geschützt und irgendwo in diesem Bereich liegt die richtige Auslegung. Warum hat man das damals so da reingeschrieben? Ich kann Ihnen das sagen. Wenn Sie sich diese beiden Sätze angucken, dann entsprach Satz 1, dass man am genauen Wortlaut hängen bleibt und dann quasi in einem Fachbuch nachguckt, was die einzelnen Voraussetzungen bedeuten, dem englischen Recht. Das englische Recht bis in die 70er Jahre sagte, es wird wörtlich genau ausgelegt. Satz 2 entsprach gegen dem deutschen Recht. Der deutsche Richter sagte, wir nehmen das Patent in seiner Gesamtheit und lesen nicht nur die Ansprüche, sondern jede einzelne Seite gründlich durch und überlegen dann, was würde der Fachmann machen, nachdem er das alles gelesen hat. Und alles, was der Fachmann sich vorstellt, war damals vom Patentschutz erfasst. Und man wollte weder die englische Lösung noch die deutsche Lösung, sondern hat gesagt, es muss irgendwo dazwischen liegen.
Das Problem mit dieser Regelung ist, die soll europaweit eine Vereinheitlichung herbeiführen. Das heißt, es soll jedes Gericht in allen EPÜ-Mitgliedstaaten das genauso handhaben. Sie können sich vorstellen, dieser Maßstab ist so unscharf, dass da bei jedem Staat was anderes rauskommt. Denn sie haben eben einen ganzen Abstand von links nach rechts. Was meint denn jetzt hier Patentansprüche und Beschreibung? Wenn Sie sich so ein Patent angucken, dann fängt das Patent an mit einem Titelblatt. Das Titelblatt sieht immer so aus, dass Sie da oben so bestimmte Daten stehen haben. Sehen Sie das? Hier stehen so Anmeldetag, Offenlegungstag, Erteilungstag und so weiter. Hier drunter steht der Name des Anmelders, da der Name des Erfinders. Wir haben ganz, nicht ganz am Anfang, vor 3 Wochen haben wir dieses Formular gesehen. Das sind die Daten, die Sie da eingetragen haben. Die werden einfach automatisch übernommen. Dann steht hier ein Abstract, die sogenannte Zusammenfassung. Neben der Zusammenfassung ist ein Bild abgebildet, was Sie da hinmalen können, was Ihre Erfindung darstellt. Hier in diesem Fall, können Sie schon hier auf diesem tollen Bild sehen, geht es um ein System der Firma Miele, was Daten Ihrer Küchengeräte auf einem einheitlichen Display präsentiert. Hier illustriert auf diesem tollen schwebenden Ding vor der Dunstabzugshaube, wo dann drinstehen würde, Ihr Kühlschrank ist offen, Ihr Herd ist zu warm, das Essen im Backofen ist in 10 Minuten fertig, wird alles auf diesem Display zusammengefasst. Und Sie können dann sagen, oh toll, das haben die als Patent angemeldet. Hier ist dieses Display nochmal so als Bild abgebildet, da oben sind Knöpfe drauf und das ist ganz toll. Gut, das ist das Titelblatt. An das Titelblatt anschließt sich die Beschreibung. Die Beschreibung ist Freitext, da können Sie reinschreiben, was Sie wollen. Aber die Beschreibung hat den Sinn, dass Sie erklären, was Sie eigentlich haben wollen. Sie erläutern also Ihr Patent in möglichst verständlichen Worten. Dazu geben Sie sogenannte Ausführungsbeispiele an und sagen, ja, das kann man zum Beispiel so machen, dass man ein Display macht, was am Kühlschrank hängt. Man kann auch ein Display an die Dunstabzugshaube hängen, wie hier auf diesem tollen Bild abgebildet. Sie können also alles Mögliche toller hinschreiben. Nach den Beschreibungen kommen die Patentansprüche. Die Patentansprüche werden durchnummeriert, haben wir schon gesehen, kann man verschieden formulieren. Und ganz am Ende kommen die Zeichnungen, das ist dann halt dieses, wo Sie irgendwas Lustiges malen können. Ja? Diese Elemente hat ein Patent. Das ist die Patentschrift und das müsste man dann auslegen. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wir haben gesprochen über europäische Patente vom Europäischen Patentamt. Wir haben auch gelernt, das sind sogenannte Bündelpatente. Wenn ich ein Patent beim Europäischen Patentamt anmelde, dann kriege ich nicht ein Einheitspatent, was europaweit gilt, sondern ich habe im Endeffekt ein Patent für Deutschland, ein Patent für Frankreich, ein Patent für Spanien, ein Patent für die Türkei, ein Patent für, keine Ahnung, wer da alles Mitglied ist, Marokko. Die kriegen alle Patente. Ganz tolle Sache. Das EPÜ sagt aber, ich habe ein Problem, weil jedes dieser Patente eine andere Sprache haben kann. Das deutsche Patent wird wohl in Deutsch sein, das französische Patent in Französisch, das spanische Patent in Spanisch, das türkische Patent in Türkisch. Und wie wir alle wissen, wenn man Sachen übersetzt, hat es manchmal eine andere Bedeutung und die Frage ist, welche Sprachfassung ist verbindlich? Und das EPÜ regelt diese Frage in Artikel 70 und sagt, es ist die Sprache maßgeblich, in der das Erteilungsverfahren durchgeführt worden ist. Das heißt, wenn Sie ein Patent anmelden, mit deutscher Verfahrenssprache ist die deutsche Fassung europaweit maßgeblich. Wenn Sie ein Patent anmelden in englischer Sprachfassung, ist die englische Sprache maßgeblich. Bei Französisch, die französische Fassung. Absatz 2 schränkt das dann aber ein. Es muss eine Sprache sein, die Amtssprache des Europäischen Patentamts ist. Das heißt, es muss eine der Amtssprachen sein. Also die türkische Fassung ist keine Amtssprache. Das heißt, die türkische Fassung wird nie verbindlich. Sondern nur Deutsch, Englisch, Französisch im Wesentlichen. Wenn wir die Sprachenfrage geklärt haben, kommt das nächste Problem. Die Auslegung erfolgt zwar durch den Richter, aber der Richter muss so tun, als sei er ein Fachmann. Das heißt, er muss sich in die betreffenden Verkehrskreise hineinversetzen, genauso wie bei 157. Er muss also überlegen, wie jemand in der Person des potenziellen Adressaten des Patents das verstehen würde. Ich habe hier 2 Beispiele aus den Erteilungsverfahren vom Europäischen Patentamt. Wenn da was steht von härtbare 2-Komponenten-Zusammensetzung, dann ist das für einen Fachmann verständlich,
und damit ist das eine hinreichend präzise Aussage. Der Test ist also immer, kann ein Fachmann das verstehen? Genauso wenn da steht, eine Zusammensetzung, die ein Peersalz enthält, dann bedeutet das offenbar mindestens eine der spezifischen Verbindungen, die zur Gruppe der Peersalze gehören. Der Chemiker wird wohl wissen, was das bedeutet. Es muss nicht der Laie auf der Straße verstehen und es muss auch nicht der dümmste Mensch aus dieser Gruppe verstehen, sondern es muss einfach jemand verstehen, der den Bildungsstand eines Chemikers hat, der muss notfalls unter Zuhilfenahme von Hilfsmitteln wissen, was gemeint ist. Es ist zudem eine gutwillige Auslegung vorzunehmen. Gutwillig heißt, es geht nicht darum, das Patent möglichst kaputt zu machen oder das Patent möglichst klein zu halten, sondern der gutwillige Ausleger will das Patent wirklich verstehen und zwar so verstehen, dass es möglichst wirksam bleibt und das umfasst, was der Patentanmelder wohl haben wollte. Das bedeutet zum Beispiel, wenn das Patent bei naiver Lesart keinen Sinn machen würde, wird der gutwillige Mensch sich überlegen, was könnte denn einfach gemeint sein. Und das können schlichte Sprachfehler sein. Zum Beispiel, dass jemand das Wort Ecke verwendet, aber das Wort Kante meint. Was ist der Unterschied zwischen Ecke und Kante? Nur mal so für Sie als Geometriefachleute. Ja, das ist eine interessante Frage. Was ist eine Ecke und eine Kante? Ja? Ich würde sagen, eine Ecke ist der Punkt, auf dem zwei geometrische Figuren aufeinandertreten. Ja. Und die Kante kann jegliche nach außen gewölbte Erhebung sein, die ein geometrischer Körper besitzt. Ja, eine Ecke ist in der Tat ein Punkt, an dem sich mindestens zwei Linien treffen, während eine Kante gerade eine nach außen gerichtete Ebene einer Fläche ist, wenn Sie es genau wissen wollen. Sehr schön. So, Geometrie. Damit aber nicht genug. Ähnlich wie bei 133 ist nicht der Wortlaut maßgeblich, sondern der Wortsinn. Und dabei müssen Sie drei Ebenen unterscheiden. Die erste Ebene ist der allgemeine Laiensprachgebrauch, wie der Mann auf der Straße sich so ausdrückt. Ja? Manche Ausdrücke haben in der Laiensprache eine Bedeutung. Zum Beispiel Strom oder zum Beispiel warm oder kalt. Viele dieser Ausdrücke haben aber auch unter Fachleuten eine andere Bedeutung. Ja? Fachleute kennen da vielleicht präzisere Definitionen, was damit gemeint sein könnte. Wenn ein Patent angemeldet wird und es einen Widerspruch zwischen allgemeinem Sprachgebrauch und wissenschaftlichem Sprachgebrauch gibt, setzt sich der Wissenschaftliche im Zweifel durch. Aber damit nicht genug. Es kann auch sein, dass die Patentschrift einen ganz eigenen Sprachgebrauch hat. Wenn es also einen Sprachgebrauch in der Patentschrift gibt und die immer irgendwie sich komisch ausdrücken, gilt das, was in der Patentschrift steht. Patentschrift schlägt Spezialität, Spezialität schlägt allgemein. Das ist für Sie hoffentlich nichts Verblüffendes, weil eine ähnliche Sache haben wir auch bei der Vertragsauslegung. Auch da sagen wir, wir gucken uns die betreffenden Verkehrskreise an und dann gucken wir uns noch die Parteien an, die konkreten. Das heißt, wir haben auch da diese drei Ebenen. Wir haben gelernt, dass man solche Patentansprüche in verschiedenen Arten darstellen kann. Und ein Aufbau ist der sogenannte zweigliedrige Aufbau, in dem man zunächst macht eine allgemeine Darstellung, die sind nicht Oberbegriff, und dann die konkreten Merkmale, die Erfindung zur Erfindung machen. Deshalb hier dadurch gekennzeichnet das. Die Frage, die sich vielen Leuten aufdrängt, ist, setzt sich das, was hier als kennzeichnend gekennzeichnet ist, gegenüber dem Allgemeinen durch? Das ist das eigentlich Wichtige. Und wenn da oben irgendwas ungenau ist, dann ist das sozusagen vorrangig. Und die Antwort, die der BGH darauf gibt, ist, er sagt, jedes Wort ist erstmal gleichwertig. Egal, ob es im allgemeinen Teil oder im speziellen Teil des Patents steht, alles wird gleich behandelt. Jedes Wort steht nebeneinander. Der Grund dafür ist, wir haben auch gelernt, es gibt den alternativen eingliedrigen Aufbau, wo die Sachen alle nebeneinander stehen und es kann keine Rolle spielen, wie ich es formuliere. Es muss immer das Gleiche rauskommen. Formulierungen sollen kein Hindernis sein. Ich habe Ihnen dazu dieses tolle Beispiel mitgebracht, da werden Sie was staunen. Ein transdermales therapeutisches System.
Klammer auf, TTS, bestehend aus einer wirkstoffundurchlässigen Rückschicht zumindest einer Fentanyl- oder Fentanyl-analogen Wirkstoff enthaltenen Matrixschicht, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyacrylat selbstklebend und frei von Carboxylgruppen ist, für Fentanyl eine Sättigungslösigkeit zwischen 23 Gewichtsprozent aufweist und, jetzt kommt das Wichtige, dass die wirkstoffhaltigen Schichten mindestens 80 Gewichtsprozent des eingearbeiteten Wirkstoffs in molekular dispersen Form enthalten. Das geht offenbar um so Pflaster, wenn ihr es genau wissen wollt. Wärmepflaster kennen Sie vielleicht alle für so Leute, die Rückenschmerzen, Schulterschmerzen haben und sowas. Da gibt es diese Wärmepflaster, das ist damit gemeint. Das Problem dieser Formulierung habe ich Ihnen extra hier markiert. Hier steht zumindest einer, das heißt eine würde genügen. Hier steht aber wirkstoffhaltigen Schichten. Wenn es Schichten sind, müssen es mindestens zwei sein. Das ist evident ein Widerspruch zwischen der ersten Hälfte des Satzes, die von mindestens einer spricht, und der zweiten, die von Schichten spricht. Was meinen Sie, wie löst man diesen Widerspruch in der Formulierung auf? Patent unwirksam? Wohl nicht. Vielleicht, dass die Pluralformulierung nur meint, dass alle in Betracht kommenden Schichten gemeint sind. Genau so ist es. Das heißt, die Pluralformulierung sagt, ich kann mehrere Schichten machen. Wenn ich nur eine habe, ist halt nur die betroffen. Wenn ich mehrere habe, gibt es vielleicht wirkstoffhaltige und wirkstofffreie Schichten. Dann muss ich aber alle wirkstoffhaltigen Schichten so machen, dass sie diese Voraussetzung erfüllen. Das heißt, es ist auch eine erfasst. Das heißt, der Plural hier meint auch eine oder mehrere, weil sonst der erste Teil des Satzes keinen Sinn machen würde. Man muss also immer so auslegen, dass möglichst viel Sinn erhalten bleibt. Das heißt, so weit wie möglich. Ja? Wir haben auch gelernt, dass man Haupt- und Unteransprüche formulieren kann. Erinnern Sie sich daran? Nein. Was waren Haupt- und Unteransprüche? Genau, ich habe erst einen ganz allgemeinen Hauptanspruch, wo das Risiko besteht, dass der doch irgendwo schon vorbekannt war, also ein Teil dieses Anspruchs oder entscheidende Technik fällt und dann, dass dieser Hauptanspruch gekippt wird. Und dann habe ich Unteransprüche, die einzelne Ausprägungen sind, mit denen ich versuche sozusagen zumindest mich so weit zu retten wie möglich. Wenn ich Hauptunteransprüche habe, kann ich auch die Unteransprüche als Auslegungshilfe für den Hauptanspruch nehmen. Denn es gilt der allgemeine Grundsatz, jeder Unteranspruch muss zumindest hypothetisch auch unter den Hauptanspruch fallen, weil er ja sozusagen ein Unterfall sein soll. Wenn ich also sage, es soll ein Unterfall sein, muss auch alle Voraussetzungen des Hauptfalls erfüllt sein, denn der Hauptfall ist ja der allgemeinere. Der Spezialfall muss alle Voraussetzungen des Allgemeinen erfüllen. Das heißt, ich kann anhand der Unteransprüche den Hauptanspruch auslegen, kann sagen, es muss zumindest das sein, was durch die Beispiele der Unteransprüche gegeben ist. Zudem können Sie sagen, der Hauptanspruch soll im Zweifel weiter sein als die Unteransprüche. Wenn die nämlich genau gleich wären, dann wäre der Unteranspruch wertlos. Das heißt, der Hauptanspruch muss auf jeden Fall weiter sein als der Unteranspruch. Anders ist die Lage bei Nebenansprüchen. Sie können in einem Patent, wenn es dieselbe Erfindung ist, mehrere Ansprüche parallel anmelden. Unteransprüche sind zum Beispiel immer untereinander Nebenansprüche. Sie können zum Beispiel sagen, ich melde an Küchengeräte mit LCD-Display und dann kommt als erstes Spülmaschinen mit LCD-Display, Kühlschränke mit LCD-Display, Herde mit LCD-Display, Backöfen mit LCD-Display, Mikrowellen mit LCD-Display, Tiefkühlschränke mit LCD-Display und so weiter. Dann sind Tiefkühlschränke, Kühlschränke und Backöfen Nebenansprüche, weil die stehen auf einer Ebene nebeneinander. Nebenansprüche beeinflussen sich gegenseitig und deshalb, gegenseitig nicht, deshalb kann man auch keine Rückschlüsse machen und sagen, weil ich den Nebenanspruch habe, ist der andere wohl anders gemeint. Also Nebenansprüche beeinflussen sich nicht, deshalb keine Rückschlüsse. Unteransprüche sagen wir, der Unteranspruch ermöglicht, dass der Hauptanspruch weiter sein muss und jeden einzelnen Unteranspruch mit umfassen muss. Toller Trick.
Ja, jetzt kommen wir aber zu den eigentlichen Problemfällen. Ich habe Ihnen dazu dieses tolle Ding mitgebracht. Es geht um ein Rotorelement. Dieses Rotorelement funktioniert so: Jedes Element hat einen Grundkörper und Polabschnitte, die integral ausgebildet sind. Und die Maschine hat eine Stanzanordnung, die mit einem ersten Stanzelement versehen ist zum Bereitstellen durch Ausstanzen zumindest von Teilen der Grundkörperabschnitte eines jeden Elements und einem zweiten Stanzelement zum Bereitstellen durch Ausstanzen der Polabschnitte jedes Elements. Ja? Jetzt sind Sie schon verwirrt. Was sind Grundkörperabschnitte und was sind Polabschnitte? Genau da liegt das Problem. Sie können nämlich das Gerät entweder so rum oder andersrum bauen. Sie können also entweder sozusagen von außen reinnoppen oder von innen reinnoppen. Das spielt eigentlich keine Rolle. Im Grunde ist die Unterscheidung zwischen Grundkörperabschnitten und Polabschnitten relativ beliebig. Man könnte einfach nur Abschnitte schreiben. Die haben nur versucht, das zu beschreiben, weil sie sagen wollten, es gibt halt hier zwei Flächen, die aneinander kommen sollen. Deshalb hat dann ein schlauer Mensch gesagt, wir bauen das einfach genau spiegelbildlich und bauen quasi die Grundkörperabschnitte dahin, wo die Polabschnitte sind, umgekehrt. Und dann war die Frage, ist das eine Verletzung? Und der BGH hat gesagt, wir müssen nicht nur auf den Wortlaut abstellen und wir müssen überlegen, welchen Sinn haben denn diese Elemente für dieses Rotorelement. Und er sagt, da die beiden Sachen austauschbar sind, weil sozusagen ein Polelement auch als Grundkörperelement verwendet werden kann und umgekehrt, muss ich auch, wenn das andersrum ausgeführt wird, das darunter fassen. Wenn ich es also zu eng fasse, wird versucht, die weitestmögliche Auslegung zu machen und zu sagen, naja, das ist einfach nur eine Formulierungsfrage. Es geht nicht um das Wort, sondern um die Funktion, die diese Teile in der Maschine haben. Ich habe schon gesagt, dass die Auslegung nicht allein anhand der jeweiligen Patentansprüche erfolgt, sondern dass Sie auch heranziehen müssen die Beschreibung und die Zeichnungen. Die erste Aussage ist, wenn es keine Möglichkeit gibt, Zeichnungen bzw. Beschreibung und Patentansprüche in Einklang zu bringen, gilt das, was der Patentanspruch sagt. Sie können also sozusagen nicht sagen, da steht in der Beschreibung drin, das ist genauso wichtig. Der Patentanspruch ist vorrangig. Umgekehrt kann aber die Beschreibung Ansprüche begrenzen, wenn nämlich deutlich wird, das, was hier gemacht wird, passt zwar unter den Wortlaut der Patentansprüche, aber ersichtlich nach der Beschreibung ist das nicht gemeint gewesen. Das heißt, die Beschreibung kann eine Beschränkung des Patents beinhalten, dass was anderes gemeint ist. Umgekehrt kann die Beschreibung aber auch eine Erweiterung des Ganzen ermöglichen, jedenfalls im Rahmen des Wortsinns. Das heißt, Sie können anhand der Beschreibung herausfinden, dass doch vielleicht mehr gemeint ist, als der Wortlaut umfasst. Dazu habe ich Ihnen auch ein schönes Beispiel mitgebracht. Die Patentschrift kann Ihr eigenes Lexikon sein. Und es gab ein Patent für einen Kindersitz mit Seitenaufprallschutz. Hier abgebildet. Sie sehen das. Da kann man dann so ABS, wenn das Kind von der Seite getroffen wird, dann kommt der Airbag. Pft. Tolle Erfindung. Und die Beschreibung sagt uns, als Kindersitz im Sinne der vorliegenden Erfindung sind auch Transportvorrichtungen für Säugetiere, insbesondere für Hunde oder Katzen oder für andere Klein- oder Haustiere anzusehen. Man könnte es auch so sagen, Kinder im Sinne dieses Patents sind auch Tiere. Ja? Das heißt, wenn im Patentanspruch von Kindern gesprochen wird, muss man sagen, meint das nicht nur Kinder, sondern es meint auch Katzen, weil die Katze halt wie das Kind ist oder der Hund oder der Affe oder was auch immer da reingesetzt wird. Ja? Also dadurch, dass die Beschreibung das Wort Kinder umdefiniert, müssen Sie überall, wo in der Patentschrift Kind steht, auch gleichzeitig Tier mitlesen. Obwohl das in Ansprüchen selber nicht drin steht. Toll, Sie sind begeistert. Ich habe Ihnen noch ein kurioses Beispiel mitgebracht, das hat sich Herr Kühnen vom OLG Düsseldorf ausgedacht. Stellen Sie sich vor, das Patent sagt, es soll eine eckige Form geschützt werden. Und in der Beschreibung steht drin,
Das ist zum Beispiel eine eckige Form, da kommt so ein Bild von einem Kreis. Ja? Dann sagt er, jeder Mensch, wenn Sie ihn fragen, ob das eine eckige Form ist, würde sagen, nein. Aber weil die Beschreibung das als Beispiel angibt und ein Bild macht und sagt, das ist eine eckige Form, müssen Sie so tun, als sei ein Kreis eine eckige Form. Es gilt das, was in der Beschreibung steht. Sie können Wörter komplett umdefinieren. Das ist eine Fiktion sozusagen. Das ist die Folge dieser Aussage, die Patentschrift ist Ihr eigenes Lexikon. Das heißt, Begriffe richten sich danach, was die Patentschrift dazu sagt. Nicht danach, was das Lexikon sagt, nicht danach, was der Mann auf der Straße versteht und nicht danach, was der Fachmann sagt. Wenn die Patentschrift was anderes sagt, gilt das, was da drin steht. Ja? Kinder im Sinne dieses Patents sind auch Katzen. Oder eckige Formen im Sinne des Patents sind auch Kreise. Wichtig, das gilt nicht nur dann, wenn Sie nur eine klare Definition haben, sondern auch, wenn Sie Beispiele haben und dann kommen 5 Beispiele und eines dieser Beispiele ist halt der Kreis, dann sagt man, okay, dann meint er wohl auch, dass Kreise eckig sind. Die sind völlig verwirrt, warum sollte man sowas tun? Weil das alles Menschen sind und die auch Fehler machen. Kritisch wird es dann, wenn Teile der Erfindung nur in der Beschreibung auftauchen. Das heißt, wenn das Wahnsinnsfeature nicht im Patentanspruch steht, sondern sich erst aus der Beschreibung ergibt. Dann ist es so, wenn ich keine Chance habe, das auszulegen, also wenn die Wortlautgrenze überschritten ist, dann ist das nicht geschützt. Dann hat der Patentanmelder einen Fehler gemacht, dann hat er der Welt das veroffentlicht und gesagt, das kann man so machen, aber er selber hat kein Monopolrecht. Das heißt, jeder kann das lesen, kann es so machen und niemand hat ein Schutzrecht daran. Die Beschreibung ist also eine reine Erläuterung, sie ist nicht eine eigene Anspruchsgrundlage. Die Beschreibung erklärt nur die Ansprüche, das ist ihre einzige Aufgabe. Diese Sache mit der Patentschrift als eigenes Lexikon gilt wieder im Nichtigkeitsverfahren und im Verletzungsverfahren. Das Europäische Patentamt ist hingegen der Meinung, auch hier, dass Patentansprüche so formuliert sein müssen, dass man sie auch mit dem Lexikon lösen kann. Das heißt, man soll sich anhand des Patentanspruchs alleine schon informieren können und deshalb hat gefälligst der Anmelder da die richtigen Wörter zu verwenden. Er hat nicht seine eigene Definition zu nutzen, sondern er muss dann reinschreiben, Hunde, Katzen und Kinder. Und nicht einfach immer nur Kinder schreiben und hinterher sagen, ja, Kinder sind ja auch Katzen. Deshalb sagt das Europäische Patentamt, bei einer Diskrepanz zwischen Patentansprüchen und der Beschreibung ist der eindeutige Anspruchswortlaut so auszulegen, wie ihn der Fachmann ohne die Beschreibung verstehen würde. Die Beschreibung soll nach dem Europäischen Patentamt also keine Rolle spielen für die Frage, ob eine Sache neu ist, erfinderische Tätigkeit hat oder ähnliches. Das Europäische Patentamt sagt, es zählt nur der Anspruch. Auch hier wieder der Grund, im Verletzungsverfahren können Sie den Anspruchstext nicht mehr ändern. Im Nichtigkeitsverfahren können Sie nur entscheiden, ob es ganz weg ist oder nicht weg ist. Aber hier gibt es noch keine feststehende Formulierung, das heißt, die Wörter können noch alle ausgetauscht werden. Und deshalb sagen die, möchten wir, dass in diesem Verfahren eine möglichst klare Formulierung am Ende rauskommt. Während alle anderen nur retten können, was zu retten ist, kann man es hier noch ändern. Das ist ein bisschen wie im Erbrecht. Auch im Erbrecht können Sie den Verstorbenen nicht mehr zwingen, ein vernünftiges Testament zu schreiben, sondern Sie müssen das Testament so weit auslegen, wie es da ist. Aber solange noch lebt, können Sie sagen als Notar, diesen Erbvertrag kann man nicht beurkunden, da muss man noch Sachen umformulieren. Also wenn Sie noch leben, kann man Sie dazu zwingen, es richtig zu machen. Und genauso hier, vor der Erteilung ist alles möglich. So, ich habe Ihnen gesagt, in der Beschreibung findet man oft Beispiele. Und der BGH hat eine Regel aufgestellt, die auf den ersten Blick intuitiv scheint. Im Idealfall sollten die Ansprüche so ausgelegt werden, dass jedes Beispiel, was Sie nennen, darunter fällt. Also wenn Sie in der Beschreibung 10 Beispiele nennen, sollte der Anspruch so gestaltet sein, dass möglichst alle 10 Beispiele erfasst werden. Wenn das nicht geht, weil der Anspruch sozusagen bestimmte Beispiele auf keinen Fall erfassen kann, selbst wenn Sie noch so sehr ausdehnen, den Wortlaut,
dann ist im zweiten Schritt zu überlegen, dass er möglichst viele erfasst. Wenn dagegen die Auslegung dazu führt, es gibt kein einziges, dann haben Sie im Zweifel die falsche Auslegung gewählt. Die Auslegung muss so sein, dass möglichst viele Beispiele ohne in Anspruch fallen. Auslegung anhand von Beispielen. Learn by example. Ich habe Ihnen auch dazu ein Beispiel mitgebracht. Jetzt muss ich nur gucken, wenn ich es Ihnen so zeige, dann wissen Sie gleich, was rauskommt. Folgende Konstellation. Es gab ein Verfahren, mit dem entschieden werden sollte, wer auf einem bestimmten Kanal im Handynetz telefonieren kann, um es trivial zu sagen. Das heißt, man sollte entscheiden, ob Ihr Anruf zuerst durchgestellt wird oder der der Feuerwehr oder der der Polizei oder der des Vergewaltigungsopfers. Und das Verfahren sah dazu zwei Schritte vor, die jeweils in Ihrem Handy vorgenommen werden mussten, um zu prüfen, ob Sie der Vorrang haben oder der andere, der das Netz auch nutzen will. Sie kennen das, keinen Anruf, weil 1000 Leute ihr Handy gerade draußen haben bei einer Großveranstaltung. Das sollte damit vermieden werden. Und das Bundespatentgericht hat festgestellt, weil dagegen Einspruch eingelegt worden ist, dieses Patent darf nur erteilt werden, wenn diese beiden Schritte exakt in der Reihenfolge kommen, wie sie im Anspruch stehen. Nach dem Motto, erst Schritt 1, dann Schritt 2. Ja? Erst Schritt 1, dann Schritt 2. Jetzt gab es aber folgendes Problem. Es gab auch eine Beschreibung zu dieser Patentschrift und die Beschreibung erklärte, wie dieses Verfahren beispielhaft ablaufen konnte. Und jedes einzelne dieser Beispiele hatte die Reihenfolge erst Schritt 2, dann Schritt 1. Erst Schritt 2, dann Schritt 1. Und nun ist es natürlich so, dass das Bundespatentgericht gerade gesagt hat, dass diese Reihenfolge nicht zulässig ist. Und damit stellt sich wieder das Auslegungsproblem, was setzt sich jetzt durch? Meint er in seinem Patentanspruch nur diese feste Reihenfolge, Schritt 1, dann Schritt 2? Oder meint der beliebige Reihenfolge, weil in seiner Beschreibung sagt er ja ganz viele Beispiele mit erst Schritt 2, dann Schritt 1? Und wie würden Sie das auslegen? Anspruch sagt, ein Verfahren mit zwei Schritten, erstens bla bla bla, zweitens bla bla bla. Und die Beispiele sind, zuerst muss man Schritt 2 machen, dann macht man Schritt 1, das andere Beispiel ist dann, zuerst Schritt 2, dann Schritt 1, das dritte Beispiel ist, Schritt 2, dann Schritt 1. Was will er dann beanspruchen? Bei einer weiteren Auslegung würde ich einfach sagen, dass nur auf die Kombination dieser beiden Prüfungsschritte ankommt. Ja. Unabhängig von der Reihenfolge. Ja. Und genauso hat der BGH es auch gesagt, durch die Beispiele hat er zum Ausdruck gebracht, dass er den Clou seiner Erfindung offenbar nicht darin sieht, dass er erst Schritt 1, dann Schritt 2 durchführt, sondern der Clou seiner Erfindung ist offenbar, dass es diese beiden Schritte gibt. Das hat er allgemein so umfassen wollen. Aber das Bundespatentgericht hat ja gesagt, das hätte sich jeder auch aussehen können. Diese beiden Schritte als solche sind nicht toll, nur die Reihenfolge ist kreativ. Aber das Problem ist, die Reihenfolge hat er offenbar gar nicht entdeckt. Das ist nur rein zufällig, dass er zuerst Schritt 1 geschrieben hat und dann Schritt 2. Und deshalb hat der BGH gesagt, das ganze Patent ist unwirksam, weil dadurch, dass er diese Beispiele gebracht hat, hat er gezeigt, dass ihm die Reihenfolge offenbar egal war. Damit ist die Reihenfolge nicht patentiert, sondern die Schritte im Allgemeinen. Und damit kriegt er gar nichts. Klar die Logik? Aber warum... Also was ist denn der Beweggrund, dass man sagt, dass die erfinderische Tätigkeit nur besteht, wenn es auf die Reihenfolge der Schritte ankommt? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, man sagt, der normale Ablauf, um eine Tafel zu benutzen, ist, ich wische erst die Tafel und schreibe ich drauf. Die Schritte auf die Tafel schreiben und Tafelwischen sind beide bekannt. Wenn ich jetzt sage, man kann eine Tafel genauso gut nutzen, wenn man erst schreibt und dann wischt auf eine beschriebene Tafel, dann ist da noch niemand drauf gekommen, weil jeder Mensch denkt, der ist total bescheuert. Das heißt, dieses Vorgehen hat keiner gesehen. Die beiden Schritte waren vorbekannt, aber die Neuerung, die ich der Welt gebracht habe, ist das Schreiben auf eine bereits beschriebene Tafel, ohne vorher zu wischen. Das mag jetzt nicht unbedingt sinnvoll sein, aber
Wie gesagt, dadurch, dass ich die Reihenfolge umgedreht habe, von dem, was alle anderen bisher immer gemacht haben, habe ich sozusagen der Welt was Neues gebracht. Weil der Vorbehalt war, das geht doch nur in der Reihenfolge. Und ich habe gesagt, haha, ich beweise euch das Gegenteil, das geht doch andersrum. Ja, aber was denn, wenn die Einzelschritte vorher nicht bekannt waren? Wenn die Einzelschritte vorher nicht bekannt wären, dann sind die Einzelschritte patentfähig. Das ist kein Problem. Aber das war hier nicht der Fall. Okay. Also wir gehen davon aus, es gibt zwei Sachen, was weiß ich. Erstens gucken, ob der Mensch bei der Polizei ist. Und zweitens gucken, ob er jemand anruft, der von der Polizei ist, um ganz trivial zu sagen. Dann habe ich zwei Schritte, die sind beide schon vorbekannt. Aber der Clou ist sozusagen, dass ich es erst so mache und dann so rum, das ist dann neu, weil es irgendeinen Vorteil bringt. Aber die Frage ist halt, meinte der Anmelder bei der Anmeldung, ich habe zwei tolle Schritte entwickelt, oder meinte er, ich habe eine tolle Reihenfolge entwickelt? Wenn er meinte, ich habe eine tolle Reihenfolge erfunden, dann wäre es patentfähig gewesen, weil das neu ist. Wenn er meint, ich habe zwei tolle Schritte erfunden, wäre das nicht patentfähig, weil beide Schritte vorher bekannt waren. Das ist die Idee. Und dann ist halt die Frage, allein dadurch, dass er geschrieben hat, erstens, zweitens, hat er keine Reihenfolge vorgegeben, weil er nämlich selber in der Begründung geschrieben hat, zweitens, erstens ist er genauso gut. Und dadurch hat er selber sich sozusagen widerlegt, dass das sein Clou ist. Das ist der Vorwurf. Toller Fall. Dann habe ich Ihnen noch diesen tollen Fall mitgebracht. Der ist jetzt wirklich schwierig. Das hier ist eine Straßenbaumaschine. Und diese Straßenbaumaschine, da sehen Sie, hinten sitzt der Mensch. Sehen Sie das? Da. Da vorne ist die Straße. Da wird die Straße geteert, oder was man dieses Ding macht. Und das Entscheidende ist, dass dieser Mensch im Bereich der hinteren Stützräder sitzt. So sagt das Patent. Und jetzt hat jemand ein Fahrzeug gebaut und der saß nicht hier, wie auf diesem Bild, neben den Stützrädern oder hinter den Stützrädern, sondern er saß ganz minimal davor. Das heißt, man würde sagen, da ungefähr saß der. Und dann war die Frage, ist das eine Patentverletzung? Und das Landgericht München hat sich das angeguckt und hat dieses Patent versucht zu lesen, hat gesagt, im Bereich. Was heißt schon im Bereich? Bereich kann alles Mögliche heißen. Das ist uns zu unbestimmt und deshalb ist es keine Verletzung. Weil das kann kein entscheidendes Merkmal sein. Das heißt, im Bereich ist hier unzureichend. Der BGH muss dann in der Revision gucken, ist das richtig? Ist das eine vernünftige Auslegung des Patents zu sagen, dass dieses im Bereich gar nicht das Entscheidende ist, sondern dass das irgendwie ein überflüssiges eindringendes Merkmal ist. Also im Bereich meint eigentlich hier hinter oder neben. Wie würden Sie das auslegen? Im Bereich. Zu unbestimmt? Unbrauchbar? Das ist das passende Bild aus der Patentschrift, kann ich Ihnen sagen. Ich finde, aus dem Bereich geht eigentlich hervor, dass es in der unmittelbaren Umgebung der hinteren Stützräder sein soll, aber nicht unbedingt oben drauf sein muss, sondern es kann halt auch kurz dahinter oder kurz davor sein. Ja, hat der BGH auch gesagt. Der hat gesagt, ja, das ist sehr weit zu verstehen, denn offenbar ist der Clou dieser Erfindung, die Neuheit, dass man eben nicht in dem vorderen Bereich ist, wo es halt besonders rüttelt, oder in dem mittleren Bereich, wo es besonders gefährlich ist, weil da die Bruchgefahr ist, sondern im hinteren Bereich, wo man vor allem geschützt ist und da sozusagen die Pufferzone vor sich hat. Und das ist ein relativ großer Bereich, nämlich dieser komplette, also bis da ungefähr. Das müsste man so verstehen, auch wenn das Ganze halt sehr ungenau ausgedrückt ist. So, jetzt haben wir im Prinzip über die Wortlautauslegung im engeren Sinne und so eine Art systematische Auslegung im Sinne von Bezug von Patentansprüchen zu Beschreibung gesprochen. Jetzt kommen wir zu so einer Art teleologischen Auslegung. Der BGH sagt, wir müssen auch ein funktionales Verständnis berücksichtigen. Das heißt, wir müssen gucken, welche Funktion erfüllt das jeweilige Merkmal für sich und im Zusammenwirken mit allen anderen Voraussetzungen, die das Patent hat.
Also wir gucken sozusagen und sagen, das hat 16 Merkmale. Zum Beispiel, wenn wir hier uns dieses Ding nochmal angucken, haben wir Merkmale wie Standselemente und so weiter. Und welchen Sinn hat das einzelne Element im Zusammenhang mit den anderen? Welcher Funktion dient Element 1 im Verhältnis zu Element 2? Wir müssen also überlegen, warum steht das da überhaupt drin? Welchen Sinn hat das in Bezug auf die anderen? Welche Funktion hat das? Und das ist sozusagen der Maßstab, nicht der Wortlaut, auch nicht der Wortsinn. Wenn wir die Funktion bestimmen können, dann gilt alles, was diese Funktion erfüllt. Allerdings, wenn da steht Schraube, kann man aus der Funktion nicht rausnehmen alle Befestigungsmittel, sondern der Wortsinn ist auch hier wieder die Grenze. Die gucken die Funktion, überlegen an alles, was sie bei weitester Auslegung unter das Wort packen können, so ein bisschen im Strafrecht, weitestmögliche Auslegung, alles, was drunter passt, geht. In dem Moment, wo sie den Wortsinn verlassen, sind sie raus. Die dürfen also nur das mit der funktionalen Auslegung erfassen, was der Erfinder wohl gemeint haben könnte. Vor allen Dingen darf man dadurch nicht so abstrahieren, dass am Ende nur noch die Form übrig bleibt und sagen, sie brauchen einen spitzen Gegenstand, sondern es ist maßgeblich, warum ist ja gerade eine Schraube reingeschrieben und nicht ein Nagel und nicht, weiß ich nicht, ein Stöckchen oder ein Gelenk. Jetzt wird es schwierig. Zum Beispiel kann es passieren, dass ein konkreter Patentgegenstand bestimmte Merkmale hat. Sagen wir, er enthält Wasser, Zucker, Kohlensäure und Gewürze und nennt sich Coca-Cola. Ja? Jetzt gibt es jemanden, der bietet das selber an und tut zusätzlich noch Kokain da rein. Dann nennt sich das Kokain-Cola. Oder er tut zusätzlich Altbier da rein und nennt sich das Krefelder. Solche Menschen gibt es. Und dann ist die Frage, verletzt er dadurch das Patent, wenn er dieses Produkt auf den Markt bringt? Und da wird auch wieder auf die Formulierung abgestellt und da wird sehr penibel unterschieden. Wenn da steht, eine Erfindung, die bestimmte Sachen enthält, aufweist oder umfasst, dann heißt es eine offene Aufzählung. Es kann noch weitere Eigenschaften geben, ich kann zusätzlich noch Sachen reintun, es bleibt vom Patent umfasst. Wenn ich dagegen schreibe, besteht aus, dann ist es eine abschließende Aufzählung, dann darf nichts weiter hinzukommen. Also wenn ich sage, es ist, besteht aus Zucker, Wasser und Cola, ist ein bisschen wie beim Reinheitsgebot für Bier, Hopfen, Malz, Wasser und Hefe, dann ist das abschließend, dann dürfen Sie nichts anderes da reintun. Kein Mais, kein Salz, kein Tequila. Also Sie sehen den Unterschied, das eine ist die abschließende Formulierung, besteht aus, heißt nichts anderes, außer dem, was drinsteht, und umfasst, heißt unter anderem mit den folgenden Zutaten. Jetzt fragen Sie sich natürlich, warum nehmen die Leute nicht immer diese weite Formulierung? Warum formuliert irgendjemand mit bestehend aus oder besteht aus, wenn man es auch anders formulieren kann? Warum ist das so? Vielleicht wenn der Clou der Erfindung gerade die Zusammensetzung ist aus den bestimmten neuen Produkten. Ja, in vielen Fällen ist gerade das Neue bzw. das, was die erfinderische Tätigkeit ausmacht, dass Sachen eben nicht weiter drin sind, dass bestimmte Sachen fehlen, dass sie also sozusagen eine abschließende Aufzählung machen und sagen, es besteht nur aus den drei Sachen und das reicht schon, um betrunken zu werden oder es reicht schon, um Sachen an die Wand zu kleben. Schon diese drei Sachen reichen, das ist das Tolle meiner Erfindung. Alles andere kannte man vorher schon. Kleber mit 6 Substanzen gab es, sie schaffen aber einen Kleber, wo nur 3 rein müssen. Das heißt, der Clou ihrer Erfindung ist, dass weniger rein muss und nicht mehr. Selbst dann, wenn Sie die Weiterformulierung gemacht haben, also hier enthält, umfasst oder ähnliches, kriegen Sie keinen Schutz, wenn jemand Sachen hinzufügt, die bestimmte Eigenschaften konterkarieren. Zum Beispiel, wenn Sie ein alkoholfreies Bier patentiert haben,
und jemand bietet ein alkoholfreies Bier an, dem er extra Alkohol zufügt, nach dem Motto alkoholfreies Bier mit Tequila drin, dann ist das nicht patentverletzend. Weil er hat genau den Vorteil ihres Patents sozusagen zunichte gemacht, indem er Alkohol wieder reingetan hat. Der Vorteil ihres Patents war alkoholfreies Bier. Wenn ich Tequila reinkriege, ist der Vorteil weg, dann habe ich alkoholisches Bier. Dann ist sozusagen der Clou ihrer Erfindung nicht in dem verletzenden Produkt. Einverstanden? Oder sie erfinden kalorienfreie Schokolade. Jetzt sagt einer, ist ja schön, aber wir tun jetzt mal ordentlich Zucker rein, damit das auch lecker schmeckt und ordentlich Fett. Dann hat er sozusagen den Clou ihres Patents, kalorienfreie Schokolade, kaputt gemacht. Und dann, selbst dann, wenn sie es eine offen formuliert hätten, würde das nichts nützen. Ja? Klar die Logik dahinter? Gut. Schauen Sie sich mal dieses Patent an. Es geht um eine gießbare, in Wasser dispergierbare, assoziative Eindickerzusammensetzung für wässrige Systeme mit einer Viskosität und so weiter, bestehend aus 15-40% Gewichtsprozent eines assoziativen Eindickerpolymers, ausgewählt aus Polyethuran, Polyester, modifizierten Zelluloseverat und so weiter, mindestens 30% Wasser und 1-30% eines oder mehrerer oberflächenaktiver Mittel, ausgewählt aus anionischen und nicht-ionischen oberflächenaktiven Mitteln und Gemischen derselben. Was passiert, wenn Sie da jetzt noch eine vierte Substanz B hinzutun? Verletzen Sie dann das Patent. Sie machen das genau so. Sie machen 15% davon plus 30% davon plus 30% davon. Da haben Sie aufaddiert. 30 plus 30 plus 15 sind bekanntlich 75. Dann haben Sie noch 25%, da tun Sie stattdessen Olivenöl rein. Olivenöl ist, wie Sie leicht rausfinden können, kein Eindickerpolymer, kein Wasser und kein oberflächenaktives Mittel mit anionischen oder nicht-ionischen oberflächenaktiven Mitteln und Gemischen derselben. Das fällt über keines der drei Kriterien. Frage, ist dann Ihre tolle Mischung patentverletzend? Ja, also grundsätzlich steht ja das bestehend aus, was dann abschließend wäre. Andererseits ergibt sich ja aus den Prozentangaben, dass es durchaus möglich ist, noch andere Sachen hinzuzufügen. Deswegen würde ich sagen, dass es trotzdem das Patent verletzt. Ja, in der Tat, man könnte auf die Idee kommen, weil hier ja eben, wenn ich im unteren Bereich hier was nehme, habe ich 15 plus 30 plus 1, da habe ich im schlimmsten Fall nur 46. Das heißt, es gibt theoretisch einen Bereich, der mit über 50% mit anderen Sachen gefüllt werden kann. Aber was ist das Problem, wenn wir das so interpretieren? Meinen die das wirklich so, nach dem Motto unbeliebige andere Zutaten? Wie kommen die auf diese Spielräume, was relativ offensichtlich ist, wenn sie die Zahlen genau angucken? Womit wird das aufgefüllt, wenn es eine Lücke gibt? Wie stellt er sich das vor? Dass dann der Rest Wasser ist. Ja, der Rest ist Wasser. Das heißt, wenn Sie hier 15 haben und da 1, muss der Rest Wasser sein. So stellen Sie sich das vor. Also es wird immer mit Wasser aufgefüllt. Also in dem Moment, wo Sie bestehend aus haben, selbst wenn Sie so Bisszeichen haben und Mindestangaben haben, ist das Ziel immer, dass die Summe auf 100 kommt. Das heißt, es muss immer so sein, dass die Summe aus den drei Faktoren 100 ergibt. Ein viertes Element ist nicht vorgesehen. Sobald Sie ein viertes Element haben, was nicht unter die drei anderen fällt, ist das nicht patentverletzend. Weil Sie dann den Clou des Patents sozusagen nicht nutzen. Es gibt aber auch theoretisch die spiegelbildliche Situation. Wir haben ja jetzt gesprochen über die Situation, dass ein Merkmal hinzukommt. Es ist aber auch denkbar, dass Sie einfach ein Merkmal weglassen. Ja? Also Sie haben patentiert das Rezept für Cola, bestehend aus Wasser, Kohlensäure, Zucker und Gewürzen. Und Sie lassen die Gewürze weg. Dann haben Sie Wasser, Kohlensäure, Zucker. Frage: Ist das noch patentverletzend? Die Antwort, die der BGH darauf gibt, ist klar, nein. Es ist nie patentverletzend. Wenn Sie Sachen weglassen, können Sie das Patent nicht verletzen. Und der Grund, den der BGH dafür gibt, ist,
Wenn der 5 Merkmale nennt, dann geht der Patentanmelder offenbar davon aus, dass alle 5 wichtig sind. Er hat also nicht erkannt, dass man eins weglassen könnte. Denn sonst hätte er nur 4 angemeldet, womit das 5. automatisch mit umfasst hätte. Deshalb, ich darf keinen fiktiven Anspruch bilden, nach dem Motto, er hätte es ja mit weniger anmelden können, sondern ich muss ihn beim Wort nehmen, wenn er 5 Sachen nennt, muss ich 5 Sachen haben. So, das ist jetzt sozusagen die vorletzte Auslegungsebene. Ich habe schon angesprochen, es gibt bei fast allen Sachen eine historische Auslegung, auch bei Gesetzen. Und in der Tat haben Patente eine Geschichte. Sie erinnern sich, ich habe darüber gesprochen, wenn Sie die Patentanmeldung einreichen, wird erstmal nur geguckt auf ganz offensichtliche Mängel, so eine kursorische Prüfung, und dann passiert erstmal nichts. Nach 18 Monaten wird die Patentschrift offengelegt, das heißt, sie wird online gestellt, da kann man sie angucken. Und dann müssen Sie Anträge stellen, Rechercheantrag oder Prüfungsantrag. Sobald Sie den Prüfungsantrag stellen, passieren schlimme Dinge. Nämlich, der Prüfer sucht Stand der Technik, der gegen Ihr Patent spricht. Der guckt also, ob jemand anders dasselbe schon mal erfunden hat, Paragraph 3, und er guckt, was noch viel schlimmer ist, ob ein Fachmann Ihre Erfindung auch gemacht hätte anhand des Plans der Technikes, ohne dass er irgendwelche Innovationen hat. Ein nicht kreativer Mensch hätte es einfach so anwenden können. Das macht hier der Patentprüfer. Und wenn er entgegenstehende Plan der Technik erledigt, geht es nicht etwa hin und sagt, er sagt automatisch Pech gehabt, du bist durchgefallen, sondern er schreibt einen Brief, eine Verfügung, wo dann draufsteht, es sind folgende Sachen aufgefallen, Ihr Patent der jetzigen Fassung ist insoweit schon vorbekannt. Und darauf können Sie antworten. Und in dieser Antwort können Sie schreiben, das stimmt nicht, weil, oder Sie können sagen, das stimmt, ich nehme meine Anmeldung zurück, oder, was der Regelfall ist, die fangen an umzuformulieren. Sie dürfen im Patenterteilungsverfahren umformulieren. Allerdings dürfen Sie das Patent nicht erweitern nach der Anmeldung. Sie dürfen also immer wieder Sachen wegmachen durch Ihre Formulierungen oder klarere Worte wählen, um das zu machen, was ursprünglich schon drin war. Sie dürfen aber nicht mehr Patentschutz beanspruchen als ursprünglich. Und nun ist es so, dass das, was am Ende als Patent erteilt wird, diesen ganzen Prozess durchlaufen hat, wo immer wieder hin und her gegangen ist zwischen dem Patentanmelder, beziehungsweise dem Patentanwalt, und dem Patentamt, dem Prüfer. Und das ist eine ganz dicke Akte, wo viele Briefe hin und her gegangen sind. Das kann durchaus mal 200 Seiten sein, wo alles hin und her gegangen ist und immer wieder diskutiert worden ist. Und natürlich sind diese Akten einsehbar. Sie können also zum Patentamt gehen und sich das angucken und sagen, was ist denn alles passiert. Und deshalb können wir auf die Idee kommen und sagen, gucken wir doch mal, was der wirklich gemeint hat, weil der hat sich ja da mit dem Prüfer auseinandergesetzt. Und es gibt zwei denkbare Konstellationen, wo das interessant wird. Die erste Variante ist, der Prüfer hat gesagt, hör mal, dieses Patent, das ist zu weit, das musst du einschränken. Und daraufhin schreibt der Patentanmelder zurück, ja stimmt, nimm mal das und das raus, formuliere den Anspruch bitte wie folgt. Und aufgrund eines technischen Versehens wird das aber hinterher nicht gemacht. Das heißt, das Patent wird nicht so erteilt, wie es in der letzten Form beantragt worden ist, sondern in der ursprünglichen Form kommt es hinterher raus. Dann ist trotzdem das Patent erteilt worden in der Fassung, wie es vom Patentamt rausgekommen ist. Das heißt, es ist wie ein Verwaltungsakt, der zufällig in der Welt ist. Da können Sie sich freuen und sagen, ich habe Glück gehabt. Wenn derjenige, dem Sie eine Patentverletzung vorwerfen, das rausfindet, gibt es zwei Varianten. Entweder der Prüfer hatte damals recht und Sie hätten es wirklich beschränken müssen, haben also wirklich Schwein gehabt und haben ein Patent gekriegt, was zu weit ist. Oder die andere Variante ist, er hatte damals Unrecht und Sie hätten gar nicht nachgeben müssen, haben es aber aus irgendwelchen Gründen gemacht, weil Sie dumm waren. Im zweiten Fall haben Sie Glück gehabt. Das heißt, wenn der Prüfer damals Sie überredet hatte, was zurückzunehmen, was gar nicht erforderlich war, dann freuen Sie sich und sagen, gut, dass ich es nicht gemacht habe, das Patent gilt weiter so, wie es ist. Im anderen Fall, wenn Sie es damals schon hätten ändern müssen, hat es auch kein Problem, weil dann muss eine Patentnichtigkeitsklage erhoben werden und Sie können es dann im Nichtigkeitsverfahren nochmal ändern. Das heißt, was Sie damals versprochen haben, ist vergessen und vergeben, das spielt keine Rolle mehr.
Wenn es nicht im Patent drinsteht, ist es egal. Es gilt nur das, was am Ende rausgekommen ist. Sie können noch so sehr auf Sachen verzichtet haben, beschränkt haben und Ähnliches. Wenn das nicht in der Patentschrift drinsteht, freuen Sie sich, Glück gehabt. Schwieriger ist die zweite Konstellation. Der Prüfer hat Sie dreimal gefragt, was meinen Sie mit dem Wort sowieso? Und Sie haben geschrieben, ja, ist doch ganz klar, das und das. Und dann hat er gesagt, aha, ja gut, dann ist das Patent natürlich in Ordnung und hat es dann erteilt. Dann kann man das, was ich Ihnen geschrieben habe, auf den ersten Blick natürlich verwenden, um herauszufinden, was Sie und der Prüfer damals gemeint haben. Aber auch das spielt keine Rolle. Was Sie und der Prüfer gemeint haben, ist rechtlich völlig egal. Es gilt nur das, was in der Patentschrift steht. Der BGH sagt, das ist ganz klar, es hat nämlich einen konkreten Grund. Der Wortlaut von 69 sagt, es dürfen nur berücksichtigt werden Beschreibungen und Zeichnungen und das ist eine abschließende Aufzählung. Denn sonst würde da drin stehen und andere Inhalte der Erteilungsakte. Denn dass es solche Akten gibt, wussten die Verfasser des EPÜ. Sie haben aber ausdrücklich nur diese beiden Sachen reingeschrieben. Wenn sie mehr gewollt hätten, hätten sie es reinschreiben müssen. In England wird das sogar noch ein bisschen pragmatischer formuliert. Erstens, es würde vom Zufall abhängen, ob wirklich jemand mal da reingeguckt hätte. Niemand guckt in Patentakten, sondern nur in die erteilten Patente, weil die im Internet abrufbar sind. Und vor allen Dingen, diese Patentakten haben hunderte von Seiten und es ist unzumutbar für den armen Richter, sich durch hunderte von Seiten Patentakte durchzukämpfen, um zu gucken, was gemeint ist. Da hätte man mit seiner Lebenszeit wohl Besseres zu tun, als Patentakten zu lesen. Ja? Also die Engländer ganz pragmatisch, die Deutschen dann so, natürlich nicht im Gesetz, machen wir nicht. Gut, das ist das Thema Auslegung. Nochmal, die Grenze der Auslegung ist der Wortlaut. Ist der Wortsinn, nicht der Wortlaut. Das hat den Leuten aber noch gewisse Probleme gemacht und Bauchschmerzen. Denn Fehler passieren. Und manchmal vergisst man Sachen reinzuschreiben, die man gerne reinschreiben möchte. Oder es gibt einen technischen Fortschritt, den man nicht gerechnet hat. Es kann sein, dass gerade im Bereich der Chemie neue Substanzen entdeckt werden, die gleiche Wirkung haben wie solche, die Sie kannten. Oder dass es neue Befestigungsmöglichkeiten gibt, der Haken statt der Schraube, die Schraube statt des Nagels. Solche Entwicklungen kommen und Sie konnten die nicht vorhersehen. Deshalb, egal wie Sie es formulieren, Sie kriegen es nie so abstrakt formuliert, dass alle denkbaren Konstellationen erfasst sind. Deshalb sagt man, wird der Patentschutz auf alle Handlungen ausgedehnt, die Sinn und Zweck des Patents durch gleichwertige Austauschmittel verwirklichen. Das nennt sich Äquivalenz. Äquivalenz im Sinne von Gleichwertigkeit. Äquivalere, gleichwertig. Dass es diese Äquivalenz gibt, kann man auch wiederum diesem Protokoll zur Auslegung entnehmen. Der sagt nämlich, bei der Bestimmung des Schutzbereichs ist solche Elementen Gebühr und Rechnung zu tragen, die Äquivalente der den Patentansprüchen genannten Elemente sind. Das heißt, wir gucken, was sind die gleichwertigen Sachen, wodurch kann ich es ersetzen. Der BGH sagt, darauf darf ich nur dann zurückgreifen, wenn meine Auslegung schon ganz klar gemacht hat, das sind die Sinnelemente, das ist der Sinn des Ganzen, das ist der Trick des Patents. Und wenn das alles gescheitert ist, die ganze Auslegung kann ich im zweiten Schritt prüfen, ist das vielleicht ein Austausch einzelner Teile durch gleichwertige. Und der BGH hat dazu einen Test entwickelt, der auf drei Stufen funktioniert. Die erste Stufe ist relativ einfach. Sie wissen, welches Problem das Patent lösen soll. Das Patent ist deshalb toll, weil es XY macht. Und die Frage ist, ist das, was hier als Verletzung angesehen wird, gleichwertig, aber abgewandelt? Sind das also die gleichen Mittel, die sozusagen nur einfach durch etwas ersetzt worden sind, was aus objektiver Sicht gleich ist? Der zweite Schritt ist dann der Test, dass Sie gucken, war das für den Fachmann offensichtlich? War es für einen Fachmann klar, dass man Schrauben durch Nägel ersetzen kann?
hätte jeder Mensch, der Techniker ist, erkannt, hier an dieser Stelle kann man 3 Räder statt 4 Räder anbringen. Wenn das der Fall ist, kommen Sie auf die 3. Stufe. Die 3. Stufe ist das Problem, nämlich ob der Fachmann hier Überlegungen angestellt hat, die gerade auf dem Patent beruhen, ob er also eine Art Umgehungsgedanken gemacht hat und gesagt hat, okay, das Patent funktioniert so, das erfasst nur das und wie kann ich jetzt das Teil ersetzen durch irgendwas, was passt. Oder hätte der Fachmann unabhängig zu diesem Ergebnis kommen können, weil er sozusagen nicht an das Patent gedacht hat, sondern einfach so das Problem gesehen hat und eine andere Lösung gesucht hat. Also orientiert sich seine Lösung an der Methode des Patents oder ist eine ganz andere Lösung des Problems? Wenn die Lösung ist, die Frage ist zum Beispiel, wie kommt man am einfachsten aus einem Raum raus und das Patent sagt, mach die Tür auf und geh raus, ist es wahrscheinlich gleichwertig, wenn man sagt, mach das Fenster auf und spring raus. Während es wahrscheinlich nicht gleichwertig ist, wenn man sagt, spreng ein Loch in die Wand und geh dann durch das Loch. Weil das ist dann sozusagen ist auch eine Möglichkeit rauszukommen, aber es ist was ganz anderes. Das würde der Fachmann nicht als gleichwertig betrachten, sondern das würde er als Aliud betrachten. Er sagt, das ist was ganz anderes. Wände sprengen und Türen öffnen sind verschiedene Vorgänge. Um Ihnen das zu zeigen, gibt es diese Beispiele mit Zahlenangaben. Die eine Entscheidung ist die Schneidmesserentscheidung selbst. Es ging darum, das Messer laut Patent in einem Winkel von 9 bis 12 Grad angebracht werden sollte. Ja, also relativ eng aneinander. So, 9 bis 12 Grad. Das sind jetzt schon 45, na, sagen wir mal so. Und der Konstrukteur des konkurrierenden Produkts hat dann die Sachen in 8,4 Grad angebracht. 8,4 liegt nicht zwischen 9 und 12, wie Sie auf einen Blick erkennen können, sondern es liegt unter 9. Frage, ist das dann patentverletzend? Der Wortlaut ist eindeutig, da können wir nicht dran rumdeuteln, offensichtlich, weil 9 bis 12, da passt nicht viel rein. Aber kriegen wir das aufgefangen über diesen 3-Stufen-Test? Das ist der Test. Ist 8,4 gleichwirkend zu 9? Antwort, der Abstand ist so gering im Winkel, dass er keine unterschiedliche Wirkung mehr verursacht. Bei 7 ist der Abstand schon 1 Grad, das ist schon viel, aber unter einem Grad ist irrelevant. Zweitens, naheliegend. Ist es für einen Fachmann naheliegend, dass man Winkel auch verkleinern kann und zwar minimal verkleinern kann, um unter diesen Bereich zu kommen? Antwort, ja. Natürlich, für einen Ingenieur ist nichts einfacher als 0,06 Grad weniger einzubauen, also leicht versetzt zu machen. Und dann Gleichwertigkeit. Ist dieser Winkel aus Sicht des Ingenieurs gleichwertig zu dem anderen? Antwort, ja, weil der Einzelunterschied in diesem minimalen Abweichen liegt, das bewegt sich im Toleranzbereich, 0,6 kann auch durch Verschieben und Erdbeben und Ähnliches entstehen, das ist also kein Problem. Gucken wir uns den zweiten Fall an. Da ging es um einen Chemiefall. Das Patent sagt, es soll eine Lösung von 10 Millimol plus minus 2 Millimol erstellt werden. Die angegriffene Ausführungsform hatte aber 4 Millimol. Frage, ist das noch im Äquivalenzbereich? Jetzt kommt's. Was meinen Sie? Liegt das noch in dem Bereich, wo der Fachmann sagt, Peanuts, ist das Gleiche? Ich würde sagen nicht, weil 4 ja weniger als die Hälfte des Minimalwerts des Patents ist. Ja, in der Tat, hier ist der Abstand ziemlich groß, also hier sind Sie sehr nah dran. Also wenn Sie das sozusagen abmalen würden, würden Sie sozusagen den Unterschied kaum noch sehen bei einer Skizze. Hier zwischen 4 und 8, was sozusagen der untere Bereich ist, der abgedeckt ist, ist ein riesiger Abstand. Das heißt, das ist auf keinen Fall mehr erfasst. Je größer der Abstand ist, desto schwerer wird die Begründung, warum das denn sozusagen aus Sicht des Fachmanns das Gleiche ist. Es kann das Gleiche sein, wenn es eigentlich um Verhältnisse geht, nach dem Motto 4 zu 2 oder Ähnliches.
dann sagt man auch 8 zu 4 oder 16 zu 8. Aber hier, wie gesagt, bei absoluten Werten geht das nicht. Das Ganze betrifft auch die Fälle, wo zusätzliche Merkmale vorhanden sind. Wenn es ein Patent gibt, was Voraussetzung A und B hat, und jemand macht jetzt eine Sache, die hat A, B und C, dann stellt sich die Frage, ist dieses Merkmal C, was er hinzugefügt hat, naheliegend? Wenn das der Fall ist, ist sein Produkt genauso patentverletzend, weil es einfach nur ein überflüssiges Merkmal ist, was der Sache nichts bringt. Das heißt, dann haben wir eine Sache, die genauso wirkt wie die patentierte, die zweitens auch nahe lag und die drittens aus Fachmann gleichwertig ist, weil das zusätzliche Merkmal keine Wertsteigerung bewirkt. Wenn es dagegen ein Merkmal ist, was der Fachmann gar nicht hätte anbringen wollen, dann hat er damit eine Verbesserung bewirkt und er hat eine eigene Erfindung getätigt. Auch die ist aber patentverletzend, weil er immer noch die Merkmale der ursprünglichen Sache hat. Er hat vielleicht nur ein besonderes Feature hinzugefügt. Dann kann er selber ein Patent anmelden und kriegt dann eine abhängige Erfindung. Das bedeutet, derjenige, der A und B patentiert hat, darf nicht ein Produkt mit A, B und C anbieten, außer er hat eine Lizenz von ihm. Umgekehrt darf er aber auch kein Produkt mit A, B und C anbieten, außer er hat eine Lizenz von dem, der A und B patentiert hat. Das heißt, seine Innovation ist abhängig von der anderen. Er kann also nur Geld machen, wenn der andere ihm eine Lizenz gibt. Der andere darf aber auch kein Geld machen, außer er gibt ihm Geld. Das heißt, man hat eine Pattsituation. Wenn er dagegen das Merkmal B durch ein Merkmal C ersetzt, was er auch kann, dann ist der Test wieder der Schneidmesser-Test, den wir eben hatten. Wenn wir alle drei Stufen bejahen, hat er eine Patentverletzung durch Äquivalenz begangen. Wenn er dagegen etwas hat, was der Durchsetzfachmann nicht entdecken konnte, dann kommt es im nächsten Schritt darauf an, ob er einfach nur die Sache verallgemeinert hat, dann hat er Pech gehabt, oder ob er in der Tat eine unabhängige Erfindung gemacht hat, die den gleichen Erfolg bewirkt wie die andere, dann kann er die patentieren lassen und ist sozusagen selber Inhaber eines eigenen Patents. Ich habe Ihnen dazu diesen tollen praktischen Fall mitgebracht aus dem Leben. Es gibt ein Handgerät zur Körperhaarentfernung, üblicherweise am weiblichen Körper, das auf einer sich drehenden, spiralförmigen Feder beruht. Klingt irgendwie brutal, muss man sagen. Dieses Gerät heißt Epilady, ein Epiliergerät. Es gab ein Konkurrenzprodukt, das hieß Lady Remington. Lady Remington war auch ein Enthaarungsgerät. Lady Remington basierte aber auf einer sich drehenden Gummiwalze mit sich öffnenden und schließenden Schlitzen. Ja? Ich habe Ihnen mal dieses brutale Gerät hier aufgemalt. Das funktioniert so. Es gibt diese Feder und die Feder, die schließt und öffnet immer diese Klappen, die dann die Haare ausrupfen. Ja? Und der Trick ist, sagen die Erfindung, das geht so schnell, das merkt man gar nicht. Ja? Und Lady Remington hat ein ähnliches Verfahren, das basiert aber nicht auf einer Spirale, sondern es basiert auf dieser Plastikwalze. Und dadurch, dass sie sich bewegt, wird das Gummi quasi immer wieder enger und breiter und dadurch gehen auch diese Spalten auf und zu und rupfen die Haare aus. Und die spannende Frage war, ist dieses Verfahren mit der Gummiwalze aus Sicht eines Fachmanns äquivalent zu diesem Verfahren mit der spiralförmigen Feder? Und da Lady Remington und Epilady weltweit vertrieben worden sind, gibt es jede Menge Gerichtsentscheidungen dieser Frage, unter anderem aus Deutschland, England, Niederlande, Österreich, Italien, Frankreich, Belgien, Schweiz oder Hongkong. Entscheiden Sie sich, ja oder nein? Fragen wir mal, wie würden die Engländer entscheiden? Weiß keiner, sehen Sie? Oder wie würden die Schweizer entscheiden? Meinen Sie, es gibt eine Mehrheit? Also wenden wir unseren Test an und fragen erstmal, wirkt das ganze Verfahren gleich?
Wie funktioniert dieses Verfahren? Jedem was klar, wie dieses Gerät funktioniert? Nicht? Das ist ziemlich brutal. Also stellen Sie sich vor, Sie haben Haare, sagen wir hier, und man kann diese Haare entfernen, indem man sie ausrupft, an der Wurzel sozusagen. Und dieses Gerät geht hin und hat im Grunde, wie soll man sagen, eine Spirale, die klemmt die Haare ein, dreht sich und dadurch, durch die schnelle Drehbewegung, reißt die raus. Zack, 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 zack. Ja? Ein Haarausreißsystem, würde man sagen. Und weil das so schnell geht, behaupten die Erfinder, merkt man das gar nicht. Und die anderen haben halt nicht diese tolle Metallspirale, die das sozusagen durch die Spiralform auffängt, sondern die haben eine Gummiwalze, die durch Quetschen die Dinger immer schließt und öffnet. Also schließt, wenn es unten ist, und öffnet, wenn es oben ist, und die Haare wieder rausfallen. Zack, fallen die Haare raus, geht wieder runter. Frage, wirkt das beides gleich? Ja. Ich bin jetzt kein Techniker. Aber was meinen Sie, wirkt das gleich? Ja, in beiden Fällen werden Haare ausgerupft, danach haben wir keine Haare mehr. Haare entfernen durch Ausrupfen ist das Verfahren. Das haben beide gemeinsam. Beides geht durch Bewegung und durch Einklemmen und Öffnen einer Öffnung, damit die Haare wieder rausfallen, die man quasi vorher ausgerupft hat. Also ist das Gleiche. Frage, wenn Sie jetzt ein Fachmann wären, würden Sie sagen, wenn ich diesen Trick entdeckt habe, dass man Haare so ausrupfen kann, was patentiert ist, würden Sie dann im zweiten Schritt dieses Parallelverfahren als naheliegend empfinden? Würden Sie sagen, das ist das Gleiche? Liegt das nahe? Oder ist es eine revolutionäre neue Idee? Wie kann man darauf kommen? Tolle Idee. Es wird beides nur zum Drehmechanismus angetrieben und im einen ist der Werkstoff, der das ausreißt, im Metall, das sich unterschiedlich biegt, und im anderen ist es eben der Gummi oder was ja quasi. Das Metall biegt sich nicht. Der Trick dieses Metalls ist offenbar diese Federform, dadurch, dass die Feder immer wieder zusammen und aufklappt. Also so an dem Motto. Was anderes ist einfach nur Gummi, das ist halt elastisch. Das ist ja, das ist ja, erzeugt ja den gleichen Effekt, oder? Ja, den Einklemmeffekt, würde ich sagen. Also ich nenne es mal den Einklemmeffekt, das ist in der Tat der gleiche Effekt. Und der Fachmann sagt, Einklemmeffekte kann ich auf ganz viele Arten erzeugen. Das ist beides für mich das Gleiche. Und dann sind wir bei der dritten Stufe. Und die dritte Stufe ist immer die problematische. Das ist ein bisschen wie bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung im öffentlichen Recht. Gebotenheit und Erforderlichkeit kann man immer prüfen, dann kommt dieses blöde Abgewäge in der Verhältnismäßigkeit. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist diese dritte Stufe, Sie erinnern sich düster, ist das für den gleichwertig? Also hier ging es nur darum, erkennt ihr, dass es die gleiche Wirkung hat? Jetzt wird den Fachmann erkennen, was die gleiche Wirkung hat. Und ist das für den gleichwertig? Sagt er, es ist eigentlich egal, das ist das Gleiche. Im zweiten Fall muss er nur sagen, es kommt das Gleiche raus, das sehe ich, funktioniert genauso gut. Hier muss er sagen, das ist doch genau das, was patent ist, das ist im Grunde eine Umgehungsabsicht. Im Grunde sagen wir hier, der Fachmann würde sagen, das ist doch eine Umgehung. Das ist so der Test, den die dritte Stufe versucht, in Worte zu fassen. Frage, ist das hier so? Wie würden Sie entscheiden? Fachleute für Epiliergerät. Dass es gleichwirkend ist, haben wir gesehen. Dass der Fachmann die gleiche Wirkung auch erkennt, haben wir auch gesehen. Aber ist es für ihn auch gleichwertig? Hat es die gleichen Vor- und Nachteile oder sieht er bei dem einen deutliche Vorteile und sagt er, oh, das andere ist was ganz anderes und das ist ja nicht mal viel schlechter und Mist. Was würden Sie sagen? Es ist unabhängig davon entwickelt. Das ist eine 50-50 Chance, ja oder nein? Die Funktionsweise eines Epiliergeräts.
Das ist ein Riesenmarkt. Ja, wenn ich jetzt über Ausgangsstoff nehme, einen Fehler und die Gummiwalze sind ja der beides Medien, das muss ja irgendeinen Werkstoff haben, den ich leicht bewegen kann. Und, jetzt ist bei der Feder unproblematisch, aber da hätte ich auch Gummi mitnehmen können. Das Gummi ist ja vielleicht mehr dem Verschleiß ausgesetzt oder nicht so beständig. Es ist kein Flitschegummi, aber nicht so, das ist schon wirklich so ein dickes. Das ist also eine dicke Rolle, die quasi so Schlitze drin hat. Also ich bin jetzt kein Fachmann für Epiliergeräte, aber so funktioniert das System. Also durch das Quetschen von links und rechts wird die quasi wieder zusammengedrückt und wenn die aus dem Quetschding raus ist, dann geht die wieder auseinander. Also kratsch, 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 kratsch. Ja? Also es ist ein Schnell natürlich mit dem Motor da drin. Also ja, ich muss die Dinger nicht erfinden. Ja. Also, ich kann Ihnen sagen, das OLG Düsseldorf hat gesagt, ja. Der britische High Court hat gesagt, nein. Das niederländische Revisionsgericht hat gesagt, nein. Hat gesagt, ja. Die Österreicher haben gesagt, nein. Die Italiener haben gesagt, ja. Die Franzosen haben gesagt, nein. Die Belgier haben gesagt, ja. Die Schweizer haben gesagt, ja. Und die Hongkonger haben gesagt, nein. Also, wer hat gewonnen? Ja, hat gewonnen. Staunen Sie, mit einer Stimme ja gewonnen. Dann habe ich für Sie noch diesen tollen Fall, den wir heute als letztes machen werden. Nämlich, es gibt ein Patent für einen Bordstein, der beim Bau von Entwässerungsrinnen von Straßenrändern verlegt wird. Der Stein zeigt sich dadurch aus, dass er nicht nur längs geschnitten ist, damit das so durchlaufen kann, das Wasser, also Plätscher, Plätscher, sondern, jetzt kommt was Coole, es gibt auch eine Quermulde, das heißt, er hat einen Strich so, also er ist so quasi geschnitten. Und dadurch kann das Wasser dann auf die Straße ablaufen, in den Kanal und alles weg. Toll, Sie sind begeistert, oder? Das entlastet die Kanalisation, weil nicht alles an einer Stelle sozusagen in den Kanal läuft, sondern immer wieder mal so verteilt vom Bürgersteig runterläuft. Und deshalb gibt es dafür ein Patent. Jetzt gibt es die böse Stadt. Und die böse Stadt geht hin und kauft die Bordsteine, die nur einen Schlitz haben. Aber sie macht das so, dass sie zwischen jedem Stein, den sie legt, einen 3 cm Abstand lässt. Das heißt, sie haben Stein, ja, dann können wir es auch aufmachen. Sie haben Stein, Lücke, Stein. Hier ist die Rille. Damit läuft das Wasser, wenn es hier runterläuft, hier hin und dann da weg. In den Kanal, wo dann halt das Ganze aufgefangen wird. Ja? Der patentierte Stein sieht so aus, dass er hier eine Rille hat und da eine Rille hat. Damit läuft das Wasser sozusagen von da in die Rille und dann von der Rille auf die Straße. Ja? Sie brauchen diesen tollen, brillanten Stein natürlich nicht, wenn Sie so verlegen wie die Stadt. Weil die Stadt hat ja durch die Lücke, die sie zwischen den Steinen gelassen hat, genau den gleichen Effekt. Und deshalb fand das der Erfinder dieses tollen Steins nicht gut und hat die Stadt verklagt. Weil er gesagt hat, das, was ihr hier macht, ist ja genau der Clou meiner Erfindung, dass das Wasser sozusagen nicht an einer Stelle zentral abläuft in den Kanal, sondern die ganze Zeit über sozusagen an allen Stellen mal wieder runterlaufen kann. Frage, hat die Stadt das Patent verletzt? Dem Wortlaut nach nicht, weil sie nicht einen Stein verwendet hat, der eine Längs- und eine Querrille hat. Aber möglicherweise ist es wieder ein Fall der Äquivalenz, ob die Stadt durch das Verlegen der Steine mit Lücke äquivalent dieses Patent verletzt hat. Ob sie die gleiche Wirkung erreicht hat, ist der erste Test. Ist das gleich wirken, was die Stadt hier gemacht hat? Tritt der gleiche Erfolg ein? Was meinen Sie? Ja. Zweiter Test, den wir machen müssen, ist, hätte der Fachmann auch erkannt, dass man den Erfolg mit diesem Weg erreichen kann? Oder ist eine total wirre Idee, wie man darauf kommen kann? Wenn wir nie darauf gekommen, meinen Sie, ist das so verrückt, dass die Stadt da so kreativ geworden ist? Was meinen Sie? Ja oder nein? Zweite Stufe dieses tollen Tests, ja oder nein? Das ist völlig naheliegend. Und dann die dritte Stufe, ist es gleichwertig? Wird derjenige sagen,
das ist doch eine krasse Umgehung. Die wollen genau die Wertigkeit dieses Patents erreichen, die Schweine. Ja, eigentlich schon, aber irgendwie ist es sehr komisch, dass man dann gezwungen ist, seine Steine anders zu verlegen, nur weil irgendwer anders noch einen Stein erfunden hat, oder? Ja, das ist das Problem gewesen. Und die Stadt hat folgenden Einwand, der völlig zu Recht angebracht worden ist. Wir haben immer schon die Steine so mit Lücke gelegt. Was willst du eigentlich? Dass du jetzt zufällig Patent für diesen Stein hast, kann ja nicht uns davon abhalten. Und der BGH hat daraufhin entschieden, in der tollen Formsteinentscheidung, wenn es schon vorher Stand der Technik war, dass man solche Steine so verlegen konnte, wenn man nachweisen kann, das war vorher schon bekannt, dann kann das nicht vom Patent umfasst sein. Das Patent kann nichts verbieten, was der Fachmann vorher schon gemacht hätte. Das Patent kann nur Sachen verbieten, die gerade aufgrund des Patents gemacht worden sind. Und hier ist sozusagen keine Umgehung des Patents ersichtlich, deshalb geht das nicht. Ja, bei der Äquivalenz haben wir in besonderem Maße das Problem, dass wir auch hier Beschreibungen und Ansprüche berücksichtigen müssen. Wenn in Beschreibungen und Ansprüchen ein Verfahren A patentiert ist, während ein Verfahren B nur in der Beschreibung auftaucht, aber gerade nicht in den Ansprüchen, dann bedeutet das, das Verfahren, was der Verletzer nutzt, ist nur dann patentwidrig, wenn es genau dieses Verfahren A hat. Je näher es an Verfahren B dran ist, was gerade nicht geschützt ist, desto eher ist es sozusagen frei. Ja, nochmal. Wenn ich ein Verfahren habe, was in den Ansprüchen steht, dann ist das der Maßstab für meine Äquivalenzprüfung. Problematisch wird es dann, wenn ich ein weiteres Verfahren B angebe, was nicht in meinen Ansprüchen drin steht. Dann bringe ich damit zum Ausdruck, dass ich dieses Verfahren nicht geschützt haben will. Wenn sich nun der Verletzer eher an Verfahren B als an Verfahren A orientiert, was er machen kann, dann verletzt er mein Patent nicht, weil das ist ja sozusagen ohnehin ihm frei, das zu nutzen. Das darf er nutzen, das nicht. Das heißt, je mehr ich in meine Beschreibung reinschreibe, desto mehr riskiere ich, dass mein Äquivalenzbereich schrumpft. Wenn ich Verfahren umfasse, die nicht von den Ansprüchen umfasst sind, schrumpft mein Schutzbereich. Ja? Ich kann nämlich genauso gut schreiben in den Ansprüchen, ich möchte gerne das und das patentiert haben, aber nicht jenes. Und dann bin ich entsprechend geschützt. Die Beschreibung hat zudem eine Negativwirkung. Wenn ich in der Beschreibung bestimmte Sachen angebe, die ich nicht umfasst haben will, dann kann jeder die ausführen und die fallen nicht unter Äquivalenz. Das heißt, wenn ich in der Beschreibung reinschreibe, man hätte es vielleicht auch so machen können, aber das ist ja nicht besonders toll, dann bedeutet das, das möchte ich von meinem Patent nicht umfasst wissen. Der BGH formuliert das so, der Fachmann muss den Eindruck erlangen, dass vom Anspruch nicht erfasste Beispiele nicht unter Schutz gestellt werden. Wenn Sie also ein Beispiel haben, was Sie selbst bei besten Mühen nicht unter den Anspruch passen können, dann heißt es, dieses Beispiel darf jeder machen. Das, was drinsteht, soll nicht geschützt sein. Auch nicht durch Äquivalenz. Und damit bin ich bei meiner letzten Folie, das ist nämlich diese tolle. Diese Folie soll Ihnen den Schutzbereich grafisch illustrieren. Und die nennt sich die Patentmaus, weil es so ein bisschen aussieht wie eine Maus. Da ist nämlich die Nase, da sind die Augen, da sind die Ohren eigentlich. Das sind die Ohren und da die Augen fehlen halt. Also, es gibt in der Mitte den Wortlaut. Der Wortlaut ist der Ausgangspunkt jeder Auslegung. Um den Wortlaut herum ist der Wortsinn, das heißt das, was Sie durch Auslegung ermitteln können. Das heißt, wenn Sie alle Auslegungsmöglichkeiten ausschöpfen, die Beschreibung hinzuziehen, das mit dem eigenen Lexikon und so weiter, dann kriegen Sie diesen Kreis hin. Und darüber hinaus gibt es diesen Äquivalenzbereich, das heißt, Sie tauschen einzelne Merkmale gegen andere aus. Und der hat zwei Ausnahmen. Die eine Ausnahme ist, wenn Sie sagen, es gibt das schon im Stand der Technik. Es kann nie was umfasst werden vom Patent, was vorher schon bekannt war. Wie das Verlegen von Steinen mit Lücke. Das war vorher bekannt, das kann auf dem Äquivalenzbereich nicht umfasst sein, weil das ist ja nicht neu. Umgekehrt ist auch ausgenommen alles, was der Patentinhaber offensichtlich nicht umfasst haben wollte.
Also alles, was er als Beispiel darstellt, was von seinem Anspruch nicht gedeckt ist. Weil das nicht der Sinn des Patents ist, ist das nicht erfasst, das ist ebenfalls auch nicht vom Äquivalenzbereich umfasst. Das heißt, wir haben zwei Lücken. Die eine Lücke ist vorbekannter Stand der Technik und die andere Lücke ist überschreitendes Sinngehalts. So, damit sind wir für heute auch durch und wir sehen uns dann übernächste Woche, weil nächste Woche bin ich nämlich nicht da. Wenn Sie das gucken, in der Gliederung steht das auch drin. Dafür kriegen Sie aber eine Hausaufgabe. Ich habe nämlich für Sie für nächste Woche eine Probeklausur, die Sie sich dann angucken können und lösen können oder auch nicht, damit Sie sehen, was da so drankommen kann. Bis übernächste Woche.